Hallo. Seit Sonntag bin ich verkühlt und krank. Aber seit Montag bin ich es am meisten. Da hat es dann richtig angefangen, dass ich daheim geblieben bin. Die ganze Woche von der Schule. Weil Sonntag ist es noch gegangen, da war ich noch mit einer Freundin Eislaufen. In der Eishalle natürlich. Und 2 Tage davor, Freitag, waren wir schwimmen. Da ist mir am besten gegangen noch. Ja, und dann am Montag war ich halt in der Schule und haben wir Unterricht gehabt. Und dann habe ich so extrem Husten angefangen, dass ich nicht mehr aufgehört habe. Und dass ich mich nachher zweimal fast übergeben habe müssen. Und meine beste Freundin, so, also die ganze Zeit in der Schule, geht's, geht's. Und dann immer so hier, so. Und dann. Ja, desto mehr ich jetzt rede, immer desto mehr Husten. Ja, und dann hat meine Lehrerin halt gesagt, ja, wenn es dir so schlecht geht, dann rufst du lieber nach der Schule deine Eltern an und fahrst heim und kommst dann nicht zum Unterricht Nachmittag, weil wir hätten einen Nachmittagsunterricht gehabt. Und ja, habe ich natürlich auch nicht gemacht. Also ich habe dann halt meine Eltern eben angerufen nach der Schule und bin dann halt heimgefahren. Bin halt eben nicht zum Nachmittag gegangen. Und ja, seitdem danach war ich jetzt die ganze Woche daheim. Gehe erst Montag wieder in die Schule. Ich habe auch Fieber gehabt. Und ich habe fast keine Stimme mehr gehabt in den letzten Tagen jetzt. Ja, wir waren heute beim Arzt, Bestätigung holen, also unserem Hausarzt, der ist in der Nähe von uns. Und Bestätigung eben holen und dann, ja, waren wir wieder daheim und jetzt, und dann habe ich, upsala, dann habe ich, nachdem wir daheim waren, dann ist dann langsam wieder auf einmal ist mal wieder schlechter gegangen. Irgendwie, da habe ich dann schon wieder ein bisschen Fieber gekriegt. Das ist aber dann wieder umgegangen und jetzt habe ich momentan kein Fieber. Glaube ich halt. Auf jeden Fall. Das messen wir dann einfach morgen wieder. Und ich bin voll müde. Ich werde jetzt dann bald schlafen gehen oder gleich. Und jetzt mal einen Schluck Tee trinken. Und ja, Moment, ich muss jetzt irgendwie das Scheiße halten, das Handy. Und der Tee ist schon mal ganz heiß, deswegen geht's ja gut. Und ja, kann da jetzt schlafen. Auf jeden Fall, ja, seht ihr da jetzt vielleicht so Bilder mit meinem weißen Kleid? Über die kann ich auch ja mal anders mal berichten. Beziehungsweise ich werde ja mal ein bisschen deutlicher zeigen, wenn ich wieder eine Roomtour mache. Weil wir haben komplett umgestellt und ja, andere Möbel, neue Bett und so weiter. Und es ist komplett anders im Zimmer und aber dazu alles in einer Roomtour dann. Und ich hoffe, dass mir das kleine Monster von meiner Schwester da, ihre Maus nämlich, nicht die Nacht wach haltet, weil es mich, also dann, wenn ich schlafe, weil es mich eh nervt, also weil ich eh schon genervt bin da. Und ich hoffe, dass mein Hamster mich auch nicht wach haltet, weil wie jeder weiß, wenn es ist, wisst, das Hamster radeln in der Nacht und tagsüber schlafen, nachtsüber wach sein, ist extrem lästig. Und da ist das kleine Monster, Monster meiner Schwester. Das nennt sich Wüstenrennmaus. Und sein Name ist Flecki. Und der kleine Mann da, ja, gell, Schatzi, du kennst meine Schwester, also da kennt meine Schwester eben.
Und das kleine Biest haltet mich wach, gell? Und ich hoffe es aber nicht, ja, weil es lästig ist. Ich habe den Fernseher auch laufen und mein Papa hat gesagt zu mir, dass wenn unsere Katzen dann gestorben sind einmal, dann tun wir unseren Hund rein. Und jetzt sind wir auf der Suche mal ein bisschen, beziehungsweise recherchieren über Hunderassen. Und wir haben uns aber aus meinem Hundebuch aufgeschrieben, was für uns mal in Frage kämen und von der Größe her und so. Und haben uns aufgeschrieben auf einen Zettel und ja, über die einzelnen Rassen recherchieren wir jetzt. Über eine habe ich schon fix recherchiert, dass so ein bisschen was fehlt halt. Und über die anderen muss ich noch. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Bitte hinterlasst einen Kommentar. Und wir sehen uns dann wieder. Tschüss, wenn ich gesund bin.